Hallo und herzlich willkommen zum Pilates Flow. Wir haben ein paar kleine Mobilisationen vor uns direkt am Boden. Du kannst dich schon mal auf den Rücken legen und dann geht es in den Pilates Flow. Deine Beine sind in der Rückenlage aufgestellt und du ziehst abwechselnd ein Knie in Richtung Brustkorb. Bringe einfach eine kleine Bewegung in dein Hüftgelenk. Im Wechsel ranziehen und dann hältst du die Beine oben, Tabletop, und von hier abwechselnd mit dem großen Zeh unten auf dem Boden auftippen. Vielleicht kannst du schon die Ausatmung nutzen zum Auftippen. Stell deine Füße auf, roll das Becken nach oben in Richtung Schulterbrücke und roll wieder ab. Es geht um die Bewegung in deiner Wirbelsäule. Roll das Becken nach oben auf und senke es wieder nach unten ab. Auf und ab rollen, so weit wie es für dich angenehm ist. Deine Arme kommen mit. Wenn das Becken nach oben geht, bringst du die Arme neben den Kopf. Wenn das Becken runter geht, gehen die Arme wieder zurück neben den Körper, sodass jetzt auch noch Bewegung in dein Schultergelenk reinkommt. Aufrollen, Arme neben den Kopf, absenken, die Arme zurück. Bring deine Arme zur Seite, lass deine Knie hin und her schaukeln. Der Kopf geht gegengleich, sodass du in deiner ganzen Wirbelsäule eine Verfringung hast. Kopf zur einen Seite, Knie zur anderen Seite. Mach die Bewegung so groß, dass sie für dich angenehm ist. Und dann bleibst du in der Mitte. Zieh die Knie zum Brustkorb, streck beide Beine zur Decke aus, möglichst lang, ausstrecken, wieder beugen, ausstrecken. Die Beine bleiben, du hebst den Oberkörper. Die 100. Fünfmal die Handinnenflächen nach oben, du atmest ein, fünfmal nach unten aus. Wenn du möchtest, kannst du deine Beine ein bisschen dem Boden annähern. Wenn du merkst, das wird zu viel, hol dir die Beine wieder näher ran in die Senkrechte. Hände pushen nach oben, du atmest ein. Nach unten aus. Hoch 2, 3, 4, 5. Unten 2, 3, 4, 5. Zieh die Knie ran, rolling like a ball. Roll bis zu deinen Schulternblättern. Oben, bis du im Schwebesitz bist. Einatmend nach hinten, ausatmend nach oben. Einatmend rück, ausatmend hoch. Rund machen den Rücken bis zu den Schulterblättern rollen. Um oben die Beine in die Grätsche zu öffnen für die Säge. Du lehnst dich nach vorne und atmest aus. Einatmend, richte dich auf. Ausatmen, nach vorne ziehen. Einatmend in die Länge. Der rechte kleine Finger zieht zum linken kleinen Zeh und umgekehrt. Nach vorne ausatmen, hinten ein, vorne aus, hinten ein. Wenn du in der Mitte bist, schließ die Beine.
Füße flex, roll down. Arme bis in die Senkrechte und roll dich wieder nach oben auf, zieh nach vorne. Eine runde Bewegung, wenn du kannst, bis in die Rückenlage, um dich wieder nach oben aufzurollen. Einatmend zurück, ausatmend, flüssig nach oben, mit der Kraft aus deinem Powerhouse. Und dann unten angekommen, stellst du die Füße auf, Schulterbrücke, das gestreckte Bein, ausatmend senken, einatmend heben. Noch einmal und dann wechsel das Bein. Lang nach oben, ausatmend senken, einatmend heben, ausatmend senken. Stell auch das Bein wieder auf, senk das Becken ab. Single Leg Stretch. Ein Knie ranziehen, das andere Bein strecken, dein Oberkörper ist angehoben. Beim Wechsel atmest du ein. In dem Moment, in dem du in der Endposition bist, stretch, atmest du aus. Einatmend ranziehen. Ausatmend strecken. Der Oberkörper bleibt oben ganz ruhig. Und dann holst du dir beide Knie ran, stell die Füße auf. Du hast die erste Runde des Flows geschafft. Gönn dir eine kleine Pause, lass die Knie vielleicht einfach ein bisschen hin und her schaukeln und dann machen wir diesen Pilates Flow ein zweites Mal durch. Nutz die Pause, um tief durchzuatmen und dann kommst du in die Mitte, zentrierst dich. Ziehst beide Knie ran, um sie zur Decke zu strecken, zu beugen, zu strecken und zu beugen. Möglichst ganz ausstrecken. Oben halten. Die 100 beginnt. 5 Schläge einatmen, die nächsten 5 aus. Du kennst die Dosierung der Beine. Halte den Oberkörper oben. Mit den Armen gerne eine dynamische Bewegung. In die Rippenbögen ein- und ausatmen. Von hier zu Rolling Like a Ball. Zieh dir die Knie ran, roll dich auf, zurückrollen, wieder nach oben, zurück und wieder nach oben. Einatmen zurück, ausatmen nach oben. Einatmen zurück, ausatmen nach oben. Mach den Rücken rund. Bis zu den Schulterblättern, öffne oben in die Grätsche die Säge, nach vorne ausatmen, ich zeige dir das wieder von vorne, in der Mitte ein, nach vorne aus, mach dich in der Mitte groß, denk dran, dass die Schultern tief bleiben, langer Nacken. Du kannst jederzeit auch die Grätsche verändern, ein bisschen enger oder ein bisschen weiter. Im Wechsel nach vorne ziehen,
Und dann schließ die Beine, roll down, roll up. Wenn du kannst, bis in die Rückenlage, um dich nach oben aufzurollen, weit nach vorne bis zu den Zehen durchziehen. Einatmend zurück, ausatmend nach oben, einatmend zurück. Stell die Beine in der Rückenlage auf, Schulterbrücke, ein Bein mit der Einatmung zur Decke, ausatmend senken, einatmend heben. 5 Wiederholungen, 5 Atemzüge. Und wenn du die 5 hast, das Ganze mit dem anderen Bein. Das Bein geht runter, du atmest aus, nach oben ein, unten aus und oben ein. Stell das Bein auf, senk das Becken ab. Vorbereitung Single Leg Stretch. Aufrollen mit dem Oberkörper. Beim Einatmen wechselst du die Beine. Beim Ausatmen macht das Bein jeweils lang. Auf der einen Seite maximale Beugung in der Hüfte, die andere Seite maximale Streckung. In die Dehnung rein. Und dann ziehst du dir die Knie ran, stell die Füße auf, leg die Arme ab. Atme tief durch, in den Bauch ein- und ausatmen. Und dann kannst du nochmal deine Knie von einer Seite zur anderen schaukeln lassen. Und leg die Knie mal auf einer Seite ab. Den Kopf kannst du zur anderen Seite drehen. Nutz die tiefe Bauchatmung, um die Seite mal zu wechseln. Geh immer davon aus, dass die Seiten unterschiedlich sein werden. In der Mitte streckst du dich am Boden lang aus. Zieh mal im Wechsel die rechte und die linke Seite auseinander. Die Beine länger werden lassen, die Arme länger werden lassen. In die Länge ziehen und dann kannst du dir dein Lieblingsbein ranholen, kommst nach oben zum Sitzen und ich bedanke